Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist so schön, dass du wieder zu mir gefunden hast. Mein Name ist Monika. Ja, ganz herzlich willkommen, meine lieben Königinnen des Wassers, meine lieben Skorpion-Ladies. Ja, ich habe euch hier auf diesem schönen Bild und das entstammt dem Kartenset Universelle Botschaften von Lailas Auge. Und ich lege euch hier mal zu mir. Und ich habe mir gedacht, ich möchte gern mal schauen, welches Thema aus der Familie womöglich noch unerlöst ist. Denn ich stelle immer wieder fest in meiner Praxis, dass die Patienten manchmal nicht in ihre Kraft kommen, weil es ein Thema gibt, das ihnen gar nicht bewusst ist. Oder sie wissen davon, aber sie wissen nicht so genau, wie sie damit umgehen sollen oder wie sie es erlösen können. Bevor ich beginne, möchte ich mir selbst noch die Hände eincremen, hier mit einer ganz tollen Weihrauchcreme, extra stark. Das Gute aus dem Inntal. Ja, denn Weihrauch ist eine wunderbare Hautpflege und ein Schutz. Also Weihrauch ist ja ein Schutz, Heilmittel sozusagen. Es wird ja auch in der Kirche verdampft sozusagen. Und die drei Gaben aus dem Morgenland sind Gold, Weihrauch und Myrrhen. Nicht umsonst, ja. Denn alle drei Heilmittel sind hochheilkräftig. Weihrauch zum Beispiel wirkt antientzündlich, das heißt, ist wirksam bei allen Entzündungen im Körper oder am Körper, ja? Und ich nehme die Creme jetzt deswegen, um mich ein wenig zu schützen vor diesen Energien. Ich habe auch hier die Blume des Lebens für mich als Schutz sozusagen, ja? Denn wenn ich für euch arbeite, dann ist es auch immer wichtig, dass ich die Themen dann nicht zu meinen Themen mache sozusagen, ja? Genau, aber keine Angst, wie gesagt, es gibt Schutz. Ich habe hier auch ein Schälchen mit Salz stehen und ein Schälchen mit Wasser. Da können sich dann auch die Energien, die nicht zu mir gehören, dort hinein begeben. So, meine lieben Skorpion-Damen, ihr seid die Königinnen der Kelche im Tarot. Und deswegen habe ich hier für euch diesen wunderschönen blauen Stein ausgewählt. Als Königinnen des Wassers. So, jetzt schauen wir mal für euch, meine lieben Skorpion-Ladies. Was darf ich euch da übermitteln? Welches Thema ist euch womöglich nicht bewusst oder welches Thema tragt ihr mit euch herum sozusagen und es könnte euch an eurem Weitergehen hindern? Ja? Weitergehen im Leben, meine ich generell, allgemein gesagt, ja. Schauen wir mal, was die verdeckten Dynamiken und Schätze im Familiensystem sagen, was mal bei meinen lieben Skorpion-Ladies. Oh, okay, na, es sind mehrere gewesen. Ich tue sie nochmal dazu. Ich schaue, dass ich bitte eine Karte bekomme für meine lieben Skorpion-Damen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich war eben draußen. Da hatte ich gerade eine kleine Periode mit Sonne erwischt. Oh, haben wir schon eins. Vielen Dank. Und es war so ein wunderschönes Licht draußen. Also sowas Schönes. Okay, ich habe hier, schaut mal, das Thema Schuld. Okay, also. Ihr seht ja hier. Hier, das Männlein trägt ein unglaublich schweres Paket hier auf dem Rücken, ja. Und hier steht das Männlein und hüpft und tanzt vor Freude, weil es diesen Gipfel erreicht hat. Hier jedoch ist das Paket nicht mehr auf seinem Rücken, sondern es weht im Winde vor sich hin, ja. Also, könnte es sein,
dass ihr, meine lieben Skorpion-Ladies, tief in eurem Innern euch für irgendetwas schuldig fühlt, was wahrscheinlich oder womöglich gar nicht zu euch gehört, meine Lieben, ja? Ja, Schuld gehört niemals zu uns. Ja, das ist immer eine Art Gefühl, die wir oder das wir von außen oft eingeredet bekommen, ja. Du bist schuld, dass du hast Schuld, weil und so weiter, ja. Und wenn man sowas natürlich öfter zu hören bekommt, dann kann sich das ganz gut in einem verankern, ja. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dieses Thema Schuld loszulassen und es tatsächlich irgendwo hinzuhängen und wo es der Wind verweht, sag ich mal, ja. Und oft ist es so, dass so ein Thema gar nicht zu uns gehört, also zu euch, meine lieben Skorpion-Damen, sondern zu jemand anderem, vielleicht aus eurer Familie, der sich vielleicht schuldig gemacht hat tatsächlich. Es kann sein, manche laden wirklich Schuld auf sich, indem sie etwas tun, was vielleicht nicht ganz den gesellschaftlichen Werten entspricht. Ich meine jetzt schon mal etwas drastischere Dinge. Aber dann wäre es ganz wichtig, dass ihr eine Familienaufstellung macht. Beziehungsweise ich mache das mit meinen Patientinnen und Patienten in der Praxis mit kleinen Figürchen. Und da ist es so ganz einfach, dass man sagt quasi, lieber Vater, lieber Mutter, liebe Oma, lieber Opa, lieber Onkel, lieber Bruder, lieber Ehemann, Ehefrau, ich achte, ehre und liebe dich, aber ich lasse dein schweres, dieses Paket bei dir, ja? Ich lasse dein Schweres bei dir, ja? Ich lebe fröhlich und bin glücklich und gesund, ja? Das könntet ihr im Prinzip für euch selber auch machen, ja? Also ganz, ganz simpel. Also ihr könntet quasi eine Figur nehmen, für denjenigen aus eurer Familie, wo ihr denkt, ihr übernehmt eine Schuld für ihn oder sie. Und dann nehmt ihr so was Schweres, ja, was Schweres und stellt es vor denjenigen hin und ihr steht hier und sagt zu dem Gegenüber, ich achte und ehre dein Schicksal, ich achte, ehre und liebe dich und ich achte dein Schicksal, aber ich lasse dein Schweres hier bei dir, ja. Ich bin leicht, fröhlich, gesund und glücklich, ja. Also nur mal so. Sowas ist oft ganz einfach aufzulösen, ja? Also, meine Lieben, Schuld. Jetzt frage ich mal mit den Heilungskarten, wie man das lösen darf, dieses Thema. Aha, ohne Wurzeln keine Flügel kommt hier als Lösungskarte oder Heilungskarte. Ja, ich meine, der Zusammenhang ist vielleicht der, dass ihr womöglich ja zu wenig Selbstvertrauen habt in euch, weil euch vielleicht die nötigen Wurzeln aus der Kindheit durch die Erziehung fehlen. Ja, vielleicht seid ihr nicht überwiegend bei euren Eltern aufgezogen worden, sondern bei Großeltern oder sogar bei, wie sage ich, Leiheltern oder wie sagt man, Pflegeeltern, ja. Und dadurch habt ihr schnell mal das Gefühl von Schuld, dass ihr an etwas schuld seid, ja. Und dieses Gefühl aber von Schuld gehört eben nicht zu euch, meine Lieben, ja. Aber um euch mehr erden zu können, das könntet ihr natürlich in Form der Meditation machen, ja, und die Energien in die Erde abfließen lassen, ja, euch mit den Füßen fest verwurzeln, euch das so imaginär vorzustellen. Oder wir schauen jetzt mal bei den Heilpflanzen.
Vielleicht gibt es eine Heilpflanze, die euch zu diesem Thema hier helfen kann. Schauen wir mal. Fräulein Grüns Wohlfühlkräuterkarten. Gibt es eine Pflanze, die euch hier beim Thema Schuld loslassen, ja, und Flügel bekommen und losfliegen mit Leichtigkeit, ohne Schuldgefühle helfen kann, ja, wo ihr das Herz hier in der Hand habt, ja, und losfliegt, meine Lieben, und die Schuld hier im Winde verwehen lasst, ja. Schauen wir mal, ob da eine Pflanze ist, die sich hier angesprochen fühlt für euch, meine Lieben, Skorpion Ladies, die hier, ui, die Hundsrose, oh, eine wunderschöne Rosenblüte kriegt ihr hier, schau, die Beschützerin, schaut mal, wie wunderschön, die Beschützerin, die Hundsrose, Rosa Canina, ich habe sie bei mir auf dem Balkon, wächst sie hoch, also von unten, vom Boden nach oben, ja. Und sie hat als Früchte die Hagebutten, ja. Und die Beschützerin, versuche nicht immer mehr zu geben, als du kannst. Genau, das ist auch so ein Ding, wenn man ständig das Gefühl hat, man ist jemandem etwas schuldig, ja, dann gibt man mehr, als man kann und kommt dadurch oft in eine Überforderung und im schlimmsten Fall in eine Erschöpfung. Viele nutzen das gerne aus. Genau, viele nutzen das gerne aus. Wie du dich schützen kannst, verrät dir die Hundsrose. Ihr sanftes weibliches Gemüt zeigt sie mit ihren Rosenblättern. Ja, die sind nur wunderschön. Fünf, Moment, mit ihren Rosenblättern. Ja, das sind die Blütenblätter, ja. Sind ganz weich, wenn man sie anfasst. Ihre Stärke, ihre Abgrenzung nach außen mit ihren Dornen, genau. Es ist ja ein Rosengewächs, die Hundsrose, ja, und hat eben dieses Thema von ganz stark von Yin und Yang, also das weibliche, weiche eben, dieses Zarte der Blüte und dieses Stachelige, diesen Yang-Anteil, diesen männlichen Anteil, die Dornen, ne? Mache dir das zunutze, ja, meine Lieben. Genau, ihr dürft auch mal ein bisschen stacheliger sein, ja, und euch, ja, nicht immer für alles verantwortlich fühlen hier, ja, und sozusagen euch zu rechtfertigen oder ständig für andere alles zu erledigen, ja, genau. Die Hundsrose wäre eure Beschützerin, meine Lieben, wunderschön hier. Das ist eine wunderschöne Botschaft, finde ich. Jetzt ziehe ich für euch ein Heilungssymbol, meine lieben Skorpion-Ladies. Welches Heilungssymbol mag sich für euch hier zeigen? Dann würde ich das mal auf euch drauflegen. Das Heilungssymbol. Das. Die sieben, meine Lieben. Wow. Die 7 ist natürlich eine heilige Zahl. Oh, schaut mal, Befreiung von Angst steht hier. Befreiung von Angst, das ist spannend. Ja, ich meine, wenn man öfter das Gefühl hat, dass man schuld ist für etwas, kann das auch Ängste in einem auslösen, ganz klar. Kann auch Angstgefühle machen, ja. So nach dem Motto, oh je, was ist jetzt? Bin ich schon wieder schuld? Oder habe ich da was falsch gemacht? Oh Gott, was stimmt bei mir nicht? Und schon kommt man in eine Angst hinein, ja? Das heißt, nehmt dieses Symbol, meine Lieben, ja, und zeichnet es euch so ab auf ein Blatt Papier. Und dann schneidet ihr das so aus und tragt es bitte am Körper, ja? Ihr könnt es bei euch in die Hosentasche stecken. Oder ja, also so, dass es am Körper irgendwie ist oder auch in eure Tasche, wenn ihr unterwegs seid, ja. Wunderbar. Jetzt nehme ich euch und lege euch hierher und legt das Heilungssymbol. Hinten ist die große Blume des Lebens, auch ein uraltes heiliges Symbol, heilige Zahl, heiliges Symbol, ja, so hier drauf, so. Und zur Verstärkung nehme ich noch ein
Blaues Herz, ihr seid ja die Königinnen des Wassers, ja, das verstärkt diese heilige Zahl nochmal. Und jetzt zünde ich für euch den Weihrauch an, den Weihrauchkegel, den ich hier habe. Schaut, so, Weihrauch als Schutz, als Reinigung, ja. Genau, das gebe ich ins Wasser. So. So, jetzt kann das hier einfach verdampfen. Ja, der Duft. Ja. Weihrauch. Also ich liebe den Geruch von Weihrauch, ja. Und er ist ja hochheilig, hochheilkräftig und hochheilig. Ja, das lasse ich jetzt mal so liegen. Jetzt hole ich euch noch mal ein Stückchen raus hier. So. Und dann schaue ich noch mal mit einer little Dosis of Happiness. Welche Botschaft darf ich euch noch überbringen? Da ist schon ein Kärtchen gefallen. Niemand außer dir kann dich glücklich oder unglücklich machen, hat Martin Opitz gesagt. Niemand außer dir kann dich glücklich oder unglücklich machen. Ja, und das ist ein wichtiges Thema, denn unser Glück hängt immer von uns selber ab, ja? Und wir dürfen es gar nicht zulassen, dass uns jemand unglücklich macht, ja? Also wenn wir das Gefühl haben, da stimmt etwas nicht, dann sofort Stopp sagen, ja? Das ist eine wunderschöne Botschaft für euch, meine lieben Skorpion-Ladies. Ja, das lasse ich hier noch so verdampfen und wirken. Und jetzt hoffe ich sehr, dass ich euch etwas Sinnhaftes mit auf den Weg geben konnte. Ich freue mich sehr über einen Daumen hoch, denn dann seid ihr mit dieser Energie sehr gut verbunden und auch mit meiner Energie. Dann kann ich einfach noch besser für euch arbeiten. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir ein Abo schenkt. Vielen Dank. Und natürlich freue ich mich über Kommentare. Auch dafür lieben Dank. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, meine Lieben. Macht es gut. Servus.